Willkommen zurück zu Splatoon mit dem heutigen Thema Retro Gaming. Und ich fange mal an. Und zwar, wie kann man Retro Gaming heutzutage spielen? Wie kann man heutzutage genießen? Und zwar Train. Es gibt ja mehrere. Man hat ja eine Auswahl, wie man heutzutage Retro Gaming spielen kann. Da wäre natürlich das erste offensichtliche Original-Hardware. Ja, richtig, Original-Hardware. Wäre das erste offensichtliche. Dann würde ich als zweites offensichtliches nehmen, Emulatoren. Ja. Das wäre das zweite offensichtliche. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die seit den letzten Jahren, glaube ich, sehr präsent geworden ist. Nintendo hat damit viel gemacht. Zum Beispiel ihre Nachbauten von den Retro-Konsolen, die sie gemacht haben, wie der Mini-NES oder der Mini-Super-NES. Was haben sie noch gemacht? Ist immer schön, wenn man was offizielles kauft und man das nicht emulieren muss, ne? Genau, aber ist natürlich auch hier wieder die Sache, wenn ihr das Maximum an Qualität raus haben wollt, dann kommt ihr an einem richtigen Emulator auf dem PC halt nicht vorbei. Müsst ihr immer bedenken. Aber das Schöne ist ja dann, ihr könnt euch von diesen Plattformen legal eure eigenen ROMs beschaffen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Super NES holt fürs Retro Gaming, könnt ihr euch die ROMs davon einfach holen und dann könnt ihr die auf dem Emulator am PC zocken. Das ist ganz cool. Dann gibt es noch so den Mini-Sega Mega Drive. Oder was war das? Was hat Sega da rausgebracht? Weißt du das noch? Ja, Mini-Mega Drive da. War das der Mini-Mega Drive? Genau. Ich glaub schon. Also auf jeden Fall, was wir sagen wollen, ist, viele kleine Mini-Konsolen ist noch eine Möglichkeit, Retro-Gaming modern heute zu erleben. Dann natürlich bei Nintendo die Online-Dienste wie die Virtual Console, die es damals noch auf der Wii U gab. Dann natürlich Nintendo Online Pack. Was hatte Nintendo denn noch so, wo man bei ihnen auf jeden Fall Retro-Games spielen konnte? Fällt dir da noch was ein? Ja klar, die Nintendo Switch Online, ne? Gedöns, wo du halt auch alte Spiele nochmal. Genau, das habe ich ja vorhin gerade gesagt. Achso, ja, aber ich war gerade abgelenkt, weil mich hier bei jemandem in der Bounce mit Base hängt die ganze Zeit. Deswegen war ich kurz abgelenkt. Ja, es ist immer noch dieser Vommi-Typ hier, aber egal. Ja, dann gibt's noch, wenn ihr diese Sachen, wenn ihr die Spiele auf modernen Spielen bei Retro-Spiele modern erleben wollt, habt ihr bei all diesen Sachen bestimmte Vorzüge. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch die Mini-Konsolen holt, habt ihr eine Mini-Konsole stehen, die Einfachheit. Einfach anschließen und dann loszocken. Mhm. Und natürlich noch den Vorteil bei Mini-Konsolen, wie gesagt, ich hab's ja schon angesprochen, ihr könnt euch eure Original-ROMs davon ziehen. Das heißt, dann könnt ihr auf den PC gehen und beim PC habt ihr dann zwar nicht die Einfachheit, die eine kleine Mini-Konsole mit sich bringt oder die Originalkonsole, aber dafür könnt ihr qualitätsmäßig das Beste aus dem Spiel noch raushauen, ohne dass ihr den Original-Flair des Spiels verliert. Das ist so der Vorteil von dem Emulator, wenn ihr auf dem PC habt. Und dann gibt's noch die Switch Online-Pack, dann braucht ihr halt nur eine Konsole und ihr habt halt alles darauf. Kommt dann halt nur auf die Bibliothek an, wie oft die Bibliothek aktualisiert wird. Das ist dann so ein anderes Thema, ne? Unser Thema richtig scheiße. Alter, was war das denn? Oder die Gegner waren viel zu gut. Wie auch immer. Ja. Ja, Retro-Gaming, ne? Mamu, du hast ja jetzt schon angesprochen mit dem Emulator und die Qualität. Jetzt natürlich bei Retro-Gaming ist die Qualität für den einen wichtiger als für den anderen. Ja. Viele sind bei, wenn die Emulator spielen und die Qualität rausholen wollen, da wollen sie klare Pixel haben, 16:9, wollen sie halt neue Features dazu haben, die man halt mit Emulatoren halt hinzufügen kann. Aber viele wollen auch das alte Flair von damals wieder aufleben lassen. Und da ist die Qualität, geht eher in die Richtung, so nah wie möglich nachstellen, wie es früher war. Mit Scanlines etc. Du weißt, was ich meine. Deswegen sind die auch immer verfügbar. Und 4:3. Das wollen die halt. Die wollen halt genau, dass es halt so wie früher aussieht. Das geht natürlich auch mit Emulator, so ist das nicht, ne? Aber das ist halt die Qualität. Deswegen sehen halt viele auch die Qualität immer wieder unterschiedlich, ne? Was die Qualität angelangt. Ich glaube, was Miku sagen will, ist, es gibt halt viele Puristen, die gerne den Originalstil beibehalten wollen. Genau. Und das kann ich nachvollziehen. Einige Spiele bieten sich halt einfach zum Beispiel nicht an, um sie auf 16:9 zu strecken. Pokémon ist dann Paradebeispiel, wenn ihr das auf dem GBA-Emulator spielt. Streckt das mal auf 16:9. Ja, klar.
Ja. Die Spiele werden anders berechnet als heutige Spiele. Dann sieht das so aus, als hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die dritte Generation in Maike, sieht dann so aus, als hätte sie sich 3 Stunden lang bei Mac mit Burgern vollgetankt. Ja. Ja klar, also es ist natürlich ein Unterschied, ob du den richtigen 16:9 hast oder einfach nur den 16:9 streckst, ne? Ja, eben, genau. Aber was war, wir hatten das in mehrere Unterthemen eingegliedert, das genau. Format. Wo, was war noch jetzt? Wo kauft man Retro-Spiele am besten, wäre dann die nächste Frage. Nico hat es schon sehr doll im FOMO-Thema angesprochen. Rebuy ist da so ein Laden, wo, so ein Shop, wo ihr vieles kaufen könnt, ja, wenn es vorhanden ist. Oder wie ich auch schon mal gesagt, Flohmarkt, ne? Genau, Flohmarkt wäre, glaube ich, sogar die beste Alternative, die ihr habt, weil da kriegt ihr meistens alles für ein Appel und ein Ei, wenn ihr Glück habt. Aber man kann es vor Ort überprüfen. Genau, aber der Zustand ist dann halt immer eine Frage, ne? In welchem Zustand ansonsten liegt das Retro, dann da? Sonst sind Retro-Spiele, da gibt es halt auch nicht so viel Auswahl, um ehrlich zu sein. Entweder eBay? Halt ja, eBay, Rebuy, Kleinanzeigen wäre dann noch. Ja, Kleinanzeigen, da musst du halt wirklich mega Glück haben. Ja, erstens mega Glück und zweitens muss das auch immer in deiner Nähe sein, ja, weil eben. Ich würde mir die Spiele nicht zuschicken lassen. Du sollst sie immer kontrollieren. Wir haben übrigens einen Monk im Team. Oh, nein, und, wirklich? Ja. Oh, egal. Ja, wir haben Monk im Team, stimmt. Was gibt, egal. Es gibt aber, ja, erzähl, was? Ja? Sonst fällt mir aber, glaube ich, auch keinen Shop ein, wo ich... Gebrauchsspiele jetzt direkt Gebrauchsspiele kaufen. Das andere sind halt so kleinere Spiele, Retro, die haben dann irgendwelche Retros im Namen, die Shops. Und da muss man dann halt immer gucken, vertraut man diesen Shops oder nicht. Ganz schwierig. Ja, Thema. Ist ganz schwierig. Ja, was wir auch gesagt haben, es gibt natürlich auch hier bei AliExpress Reproduktionen. Da hatten genau, wir vorher mal drüber geredet. Reprints. Genau, Reprints. Die sind natürlich mega illegal, aber da kannst du halt wenigstens für 12 Euro mal, falls du wirklich nur im Eigenbedarf spielen willst, für 12 Euro halt ein N64-Modul kaufen, was halt eine Kopie ist, ne? Aber, ja, immerhin kannst du es denn spielen. Und dann eine Kontrolle auch nicht. Das perfide daran ist, das hat mir der Miko erzählt, die sehen 1:1 so aus wie das Original. Ja, also bei, nicht, also Game Boy Advance nicht. Die stehen manchmal über, wenn du die halt einfügst in dein Original, weil manchmal sind die ein bisschen größer. Nach oben hin halt. Ja. Aber sowas wie Super Nintendo, das sieht halt 1:1 mit Original. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist halt das Gewicht. Unterschied, weil da halt kleinere Platine drin ist. Aber für dich als Sammler spielt das ja keine Rolle. Du willst also, halt na, etwas, was das Originalmodul ist. Als Sammler würde ich die natürlich nicht kaufen. Ja? Ich kaufe das denn eher für mich als einfach nur zum Daddeln. Wenn die kaputt ist, dann sei es so. Weil es halt nicht das Original ist. Du hast halt, keinen persönlichen Wert, weil du halt weißt, das ist eine Fälschung. Ja, das stimmt, das ist wahr. Das ist wahr. Aber wie gesagt, es sind halt so Alternativen wie zum Beispiel, lieber bezahlt man 12 Euro als 150 Euro, wie zum Beispiel für Paper Mario. Ja, ist wirklich so. Aber weißt du, was es auch noch gibt? Da haben wir noch gar nicht geredet wegen Retro. Ja. Das ist ja bei Nintendo und allgemein Switch, ist es ja halt immer noch, ist es gang und gäbe. Ich weiß, es ist ein Thema für sich. Aber viele Collections, die erscheinen, sind ja quasi, wo Retro-Spiele drauf sind. Zum Beispiel, stimmt, die Mana Collection. Die Mana Collection und zum Beispiel, da gab es von Capcom die Mega Man Collection. 2 verschiedene Castlevanias Collection, mit einmal mit den ganz alten Teilen und einmal mit den GBA-Teilen. Ja. Dann die Disney's Afternoon Collection mit Aladdin, König der Löwen und Dschungelbuch drauf. Und zum Beispiel die aus Asien, die muss man importieren. Die Dragon Quest 1-3 Collection für die Switch, sowie Final Fantasy 7 und 8 und etc. Also, die versuchen halt immer wieder die alten Spiele halt in der Collection oder halt nochmal neu aufzulegen. Das ist jetzt kein Remaster oder Remake, es ist quasi ein Portable Emulator drauf installiert, womit du die alten Spiele spielen kannst. Genau, Leute, Remaster und Remakes kommen noch als Thema. Ja, irgendwann, Sorgen. Aber das ist jetzt kein Remaster Remake, das ist einfach nur die ganzen ROMs halt nochmal extra auf eine Cartridge drauf oder auf eine CD-ROM und dann fährt nochmal weiterverkauft, ne? Ja, genau. Und, besser als gar nichts verfügbar zu stellen, finde ich. Richtig, und du hast es auch gerade schon angesprochen, zum dritten Unterthema für Retro-Gaming, was wir vorbereitet haben, ist: Was ist denn aus unserer Sicht oder aus Sicht allgemein die beste Art, Retro-Spiele zu erleben? Möchtest du mal anfangen? Die beste Art? Die beste Art, also aus deiner Sicht, wie würdest du Retro-Spiele am besten erleben? Kapsel das mal ab von Aufnahmen für YouTube und Qualität. Ja, lass das alles mal außen vor. Dann weißt du ja was eigentlich, wäre für ne? dich
Was wäre für dich die beste Art, Retro-Games zu erleben? Beste Art ist halt einfach eine Original-Hardware, ne? Ich würde es aber nicht als beste Art bezeichnen, weil wenn es die beste wäre, dann wäre es halt einfach. Aber du musst halt die scheiß du hast erstens die Retro-Games, die scheiß Kabellänge von deinem Super Nintendo oder N64-Controller, die sind da scheiße kurz. Und dann brauchst du noch ein CRT-TV für sowas. Ja, wenn du es halt wirklich richtig spielen willst. Und dann musst du halt die Konsole anschließen und das ist halt einfach ist alles sau nervig. Deswegen ist halt die beste Art ist einfach eine Emulator-Maschine zu haben. Auf die so eingestellt, dass es halt aus wie damals. Mit Original-Controller in der Hand, am besten mit deinem Adapter, wo es per Funk oder Bluetooth ist. Und dann halt einfach an der Couch halt so zu spielen, wie es halt früher aussah, wo halt alle Emulatoren auf einer Konsole drauf sind. Ja, eben. Das ist halt die beste Art. Aber natürlich geht halt nichts über die Original-Hardware, das ist halt das die Sache. Das Problem ist halt nur, die musst du erstmal anschließen, Kabellänge, all das zackt. Und das zackt halt hart, das gerade wo kriegst du noch einen gut erhaltenen CRT-TV her, Alter? Deswegen gibt es halt einfach für mich kein bestes Setup oder keine beste alte Version. Klar, Original-Hardware, das geht bei GBA und Gameboy klar, geht das. Aber da ist die Original-Hardware, außer beim Gameboy Advance SP halt eingeschränkt. Du siehst halt nichts im Dunkeln. Ja, das stimmt. Ist halt kacke, aber an sich, ja, du weißt, was ich meine. Wie ist denn für dich die beste Version? Also ich kapsel das jetzt mal alles ab von Konsole, bla bla bla. Für mich ist die beste Art tatsächlich der Emulator. Einfach aufgrund dessen, weil ein PC so gut wie jeder zu Hause hat und somit jeder Retro-Games genießen kann. Wie er an die Spiele kommt, ist eine andere Geschichte. Das kapsel ich als jetzt auch mal ab. Aber jeder wenn man einen PC oder einen Laptop besitzt, kann jeder in den Genuss von Retro-Games kommen. Und deswegen sehe ich da Emulatoren als in Anführungsstrichen die beste Art, Retro-Games zu spielen an, weil es einfach für jeden verfügbar ist dann. Ja. Ohne dass man spezielle andere Hardware braucht oder sich noch eine Konsole kaufen muss, wo es dann nur eingeschränkt funktioniert. Das wäre so mein Standpunkt dazu. Du wolltest gerade noch was sagen, Miku. Ja, ich hab's vergessen. Ja, scheiße. ja, das ist so mein Standpunkt dazu. Ja, genau, also genau, ich weiß jetzt. Wegen Aufnahme, wo du es angesprochen hast. Fürs Aufnehmen natürlich versuche ich ja die Qualität so hochzustellen, wie es dann möglich ist. Ich hoffe mir immer noch, dass YouTube irgendwelche Filter implementiert in ihrem Videoplayer, sodass man halt eventuell per Filter quasi das Bild irgendwie strecken kann oder per Filter quasi einen Weichheitsfilter auf das Video stellen kann, weil ich versuche immer pixel-perfekt hochzuladen. Damit man halt das halt so, also nicht pixel-perfekt, sondern halt immer 4:3 bei der Original. Oder die Originalauflösung quasi, nur ein bisschen höher gestellt zu machen. Und das halt für YouTube halt der way to go, ne? Du guckst ja halt kein matschiges Video an. Richtig. So habe ich das ja bei meinem Aladdin-Ding gemacht. Erinnerst du dich? Ich habe das in zwei Versionen hochgeladen. Einmal Pixel-Perfect-Ratio und einmal in 16:9 gestreckt und jeder konnte seine Version wählen. Ich würde mir auch wünschen, dass YouTube da Filter mal einfügt, dass man das Bild 16:9 strecken kann, wenn man das möchte. Oder, gut, das ist mit der Facecam dann kacke, damit die Facecam halt auch gestreckt, ne? Ja. Aber sonst so CRT-Filter oder sowas, wenn das jemand bevorzugt, dass man die Filter halt einfach drüber packen kann. Aber YouTubes Komprimierung ist halt teilweise bei Retro-Games halt Müll. Da kriegst du halt richtige Blockaden, während halt, wenn du halt ein altes Mario spielst, wo halt immer dasselbe Block nebeneinander ist und das Video halt scrollt, dann siehst du halt teilweise richtige Fragmente im Video, weil halt VP9 halt, was das angeht, richtig kacke ist. Naja, wir driften ab. Codec und so weiter, das ist Schwachsinn. Richtig, ich würde sagen, das war's für heute, ne? Richtig, das war's. Wir haben über alles, was uns jetzt auf kurz eingefallen ist, über Retro-Gaming geredet. Wir haben noch mehr Themen für euch vorbereitet. Die werdet ihr in den nächsten Part sehen. Freut euch drauf. Alternativ schreibt uns gerne auch mal Themen in die Kommentare. Genau. Oder? Schreibt uns eure Meinung zu Retro-Gaming. Ganz wichtig. Worauf zockt ihr am liebsten? Und was ist eure Best Way to Play Variante? Richtig. Würde uns interessieren. Schreibt's in die Kommentare. Das war's von uns. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Freut uns. Würde uns freuen. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann.